Servus, Leute. Hier ist wieder mal euer Gigstapad am Start. Und wir sind wieder mal auf der G6R unterwegs. Für eine kleine Runde, wie ihr seht, an einer herrlichen Location. Die Hohe Warte Stausee. Ja, hübsches Fleckchen Erde. Fahren wir auch gleich mal über die Staumauer. Sieht man natürlich nicht viel, weil wir zu klein sind. Da hinten ist das Kraftwerk am Berg. Ja, hier kann man ein Schiff fahren. Ich weiß nicht, ob man sieht, keine Ahnung. So, das war so mein Ziel für heute. Hier auch nichts los, sonst nochmal Hotspot auch für Biker. So, und dann fahren wir mal so ein bisschen rundherum. Versuchen es zumindest. Die Straße ist halt hier nicht die beste. Alles sehr wellig. Nicht gut für die Bandscheibe. Ja, ist schon sehr idyllisch hier. Auch, glaube ich, Thüringer Meer genannt. Oder war das die Bleiloch? Ich glaube, das war die Hohe Warte. Eine mit der größten in Deutschland sogar. Sieht man natürlich von hier jetzt nicht so, wie groß die wirklich ist, weil das mehrere Arme sind, sag ich mal, die sich hier so in die Berge reinschlängeln, reinschneiden. Deswegen sieht man das nicht so richtig. Eben wurde ich beim Tanken von einem jungen Herrn gefragt, ob es irgendwelche Probleme mit der Gixxer gibt. Ich hätte hier eigentlich meine Jacke an und überall steht es auch drauf, aber ich glaube, er hat sich nicht gemerkt, wie ich heiße. Hätte ich ja einfach mal auf meinen Kanal hinweisen können, dass es da schon Auswertungsvideos gibt, was ich so für Probleme hatte damit und was nicht. Er wollte sich ja das Nachfolgermodell von Mana kaufen, hat er gesagt, so 2008er Baujahr. Ich wüsste jetzt eigentlich auch nicht, dass es da irgendwelche großen Probleme gibt. Die sind alle sehr zuverlässig. Die ganzen japanischen Vierzylinder. Ich glaube, die hatte dann sogar schon eine bessere Bremspumpe drauf als die hier. Also ja, da kann man getrost zugreifen, sage ich mal. Da macht man nichts verkehrt mit so einem Bike. Ist natürlich gut, dass er sich eine Gixxer kaufen will. Da sieht man gleich, der Junge hat Geschmack. War auch noch sehr jung, ich denke mal so, ja, um die 20 rum, Anfang 20, wenn überhaupt, haben wir mit dem Auto gefahren, da ging nur die Scheibe runter und gesagt, hey, ich wollte dich mal was fragen hier, das ist doch eine Gixxer, bla bla bla. Hat er schon mal gut erkannt. Kann ich mich doch geschmeichelt fühlen. Stand nämlich auch noch eine Aprilia RSV4 an der Tanke und noch irgendwas anderes, super motomäßiges, aber nein, er kommt zu mir und fragt mich, das ist doch immer sehr gut. Doch nicht das hässlichste Bike, bunte. Ja, nicht los. Ist ja wieder in der Woche. Also heute ist Mittwoch. Ach ja. Servus, African Twin Power. So, und hier sieht man schon, man fährt um die Kurve und der nächste Arm erstreckt sich. Also die ist wirklich riesig und breit gefächert. Aber wir fahren ja nicht komplett rum, sondern nur so auf einer Seite praktisch und verlassen dann wieder die Talsperre. Ich weiß gar nicht, ob ich euch schon mal mitgenommen habe in einem Video hierher zur Hohen Warte. Aber nichtsdestotrotz immer wieder eine Reise wert. Kann man sich öfter mal angucken als nur einmal. Ich weiß nur noch nicht, wie ich dann zurückfahren werde. Ob ich wieder hier lang kutsche oder ja, eine andere Strecke einschlage. Ich fahre ja immer gerne so ein bisschen einen Rundkurs. Nicht immer das Gleiche. So, und da vorne fährt ein Shopper-Kollege
ganz gemütlich hier lang. Irgendwas Dickes auf jeden Fall. So, ich hoffe mal, die Kameraperspektive stimmt alles halbwegs. Moin. Ja, da kommt echt das Fahrwerk an die Grenzen, sage ich euch. So, und jetzt geht's wieder hochwärts vom Wasser weg. Ich weiß nicht, ob man hier noch irgendwo mal einen schönen Blick hat. Kenne mich da nicht so aus. Na, hier vielleicht? Nee, auch nicht so richtig. So, das geht ja jetzt noch, weil es ja nicht so dicht bewachsen ist, das Ganze. Hier, wunderschön. Wenn dann hier das Dickicht richtig dick ist, wenn man nicht mehr durchgucken kann, sieht man das Wasser nicht mehr. Ja, da kommt so ein bisschen Urlaubsfeeling auf, wenigstens. Wenn man schon nicht ins Ausland darf. So, dann soll es das erstmal mit dem Wasser gewesen sein für heute. Ich werde jetzt andersrum fahren. Durch waldiges Gebiet. Oh, die Straßen, die könnten sie echt noch machen. Oh. Junge, Junge, Junge. Eieieiei. Gut, dass ich keine Frau bin, sonst würde ich einen Eisprung kriegen. Ja, so richtig schön sieht man es nicht. Jetzt sind wir in Reizengeschwender. Sehr reizend hier. Enge Gassen. Wie 1900 Holzpumpe. Da hat doch, ich glaube, hier sind wir schon mal lang gefahren. Mit Video. Beweismaterial. Uiuiui, eine ganz moderne Ampel. Guckt euch das an. Mit Sekundenanzeige. Krass. Da kann man ja noch getrost mal den Motor ausmachen. Sowas hat man hier auch nicht oft. Naja, gut, würde ich sagen, machen wir erstmal einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann wieder, wenn die Zeit abgelaufen ist. Ja, funktioniert. Sehr modern hier. Sieht zwar nicht so aus, aber doch. Jetzt habe ich keine Ahnung. Eieiei. Jetzt geht es ja noch Offroad weiter. Ah, Leute. Hätte ich das gewusst. Ja, nur bedingt Offroad tauglich hier. Ah. So, da haben wir das auch geschafft. Erfolgreich die Baustelle durchquert. Ja, landschaftlich natürlich auch hübsch hier. Sieht schon ein bisschen anders aus als bei mir vor der Haustür. Sind ja auch gute 100 Kilometer weg von meinem Heimatort. Habe ich das Thüringer Schiefergebirge hier, wenn mich nicht alles täuscht. Dresden ist auch nicht weit. Bekannter Schieferbruch. Ich glaube, der ist nicht mehr aktiv, aber man kann trotzdem noch hin und sich da alles angucken. Sieht doch auch aus hier wie ein Lost Place hier, nichts mehr drin. Alles verlassen und verwildert. Man sieht hier schon immer komische Sachen. Riesen dicker Baum mit Schleife drumherum. Was hat das wieder zu bedeuten? Hm. Oh.
Naja, die Straßen hier waren immer schon scheiße. Oh, ist auch noch nicht besser geworden. In den letzten 20 Jahren. Hier geht's jetzt wieder. Und was haben wir denn da? Das sieht aus wie Schafe. Grüße gehen raus an meinen Schatz hier, Schäfchen. Meme. Das ist ja unser Codewort. Codewort Schaf.